Na, sieh mal an. Wer? Wo? Ganz ruhig. Es sind bloß wir. Kata und Nadu. Schriftrollen zurückbringen. Würdest du mir die Schriftrolle geben? Kurek braucht sie für seine Bibliothek. Kann ich sie noch etwas behalten? Damit du sie ganz verschlingst? Auf keinen Fall. Also schön. Bitte sehr. Danke, Nadul. Giftmüll. Ich habe den Müll aufgeräumt. Wow. Hätte nie gedacht, dass ich das mal sage. Was für ein toller Tag. Du hast die Giftmüllfässer zerstört? Die Krakhits erledigt? Dein Vater wäre stolz auf dich. Ja, also wegen der Krakhits. Erzähl das mit den Fässern nicht überall rum. Ich bin ein Actionheld, keine Putzkraft. Versteht? Nom-Noms. Erholen sich die Nom-Noms? Langsam, aber ja. Sie können lange gesunde Leben haben, solange die Drohnen nicht auf sie schießen. Doch das ist ein anderes Problem. Wegen dem Recycling also, nochmals. Nehmt ihr ab jetzt die Aufräumarbeiten? Ja. Da die Krakhits fort sind, kann mein Team dank des Skander van Dasma den Bereich sauber halten. Das ist gut. Oh, Alter. Recycling-Belohnung. Und mein Anteil am Beuteschrott? Mein Team sucht die Müllhalde ab. Sämtliche Schrottteile und Komponenten, die noch nützlich sein könnten, geben sie an dich weiter. Sag ihnen, sie sollen sich die Hände waschen. Warum? Schmutzige Hände sind ein Nachweis für getane Arbeit. Saubere Hände sind in Desan verdächtig. Desan ernähren? Was habt ihr vor der Invasion gegessen? Ich weiß es nicht genau. Du weißt es nicht genau? Ich will mich nicht erinnern. An die glücklichen Monde zu denken, macht mich nur hungrig. Danke für deine Zeit, Häuptling. Ich werde mich mal umsehen. Kamilea, Mutiger. Gut. Jetzt ist die Frage. Da werden noch irgendwie zwei zum Heilen. Das wirkt irgendwie fertig, das auch. Rennen gewinnen. Nee. Gestohlene Güter sammeln. Und wo ist das? Oh, und nachher mal zu Kurek, dem Schamanen. Hier. Talanische Rebellen. Okay. Da hat's keinen Platz mehr. Gut. Da hat's noch jemand. Da war ich immer so in der Nähe und doch so weit weg. Wie geht's dir? Das ist Desan. Was glaubst du denn, wie es mir geht? Ich nehme an, du könntest die Hilfe eines Gandaliputz gebrauchen. Nee, nicht wirklich. Hoffentlich hab schon alles wieder aufgefüllt bei dir. Gut, dann das hätten wir. Dann wäre zum Beispiel das hier noch. Und der Außenseiter. Standort markieren. Das könnten wir auch noch machen. Zuerst mal, eigentlich möchte ich hier hinreisen und schauen, ob Kurek noch hier irgendwo rumsteht oder ob er mal zurück noch. Haben Sie hier das Kommando? Wer will das wissen? In diesem Sektor ist schon mehrfach etwas aus dem Lager verschwunden. Der General hat mich zur Kontrolle eingeteilt. Ich bin ein Alpha-Commander, Ma'am. Mir entgeht nichts. So viel steht fest. Wie dem auch sei, es muss ja erledigt werden, Mr. Alpha... Alpha 79, Ma'am. Elite-Division. Thank you.
Dusche. Da wird jemand zum Toilettendienst verdonnert. Ich mag sie. Die Talana-Agenten haben's drauf. Weiter so, Brom. Oh ja. Gut, jetzt die Frage hier. Kann gut sein, dass er wieder zurückgereist ist. Hat jemand... Da, wie geht's unserem Baby? Ulukai! Sie wird so schnell groß! Ja, du musst mich nicht anschreien, Ventilope. Die Ventilopen sollten die Pflanzen im Handumdrehen bewässern. Ach stimmt, das war auch noch. Hier im Dorf halten. Ah, wie wunderbar. Danke, Ulukai. Gut. Also gut. Halt die Ohren steif, Kumpel. Das ist unmöglich, Ulukai. Ich kann sie... Jep. Dann gehe ich Prokriana. Schauen, ob Kurek dort ist. Jo, sieht aus, als wäre er wieder hier. Dann geben wir mal Schriftrollen ab. Dann können wir die Forschungen drüben abgeben und dort mal weitermachen. Da haben wir auch sehr lange nicht mehr weitergemacht. Hallo Kurek. Ich schreibe eine faszinierende Schriftrolle über den Galenta. Sobald sie fertig ist, drücke ich sie Rifa ins Gesicht und werde für den Rest meines Lebens an seine Reaktion Schriftrollen zurückbringen. Und wieder landet eine Ladung Weisheit in der Bibliothek. Schweißkleid? Ich bin nicht sicher, warum irgendjemand ein Kleid aus Schweiß machen sollte. Weisheit. Ah, die einzige wahre Weisheit ist... zu wissen, dass man nichts weiß. Ich weiß zwar etwas mehr als du, aber du verstehst schon. Hier ist eine weitere Seite zur Askio-Form. Schriftrolle zurückbringen. Noch eine Schriftrolle, Kurek. Nein, das stimmt nicht. Das ist eine Schriftrolle. Bist du blind? Hier ist dein Lohn. Eine Seite zur Askio-Forschung. Mich würde es eigentlich wundern nehmen, wenn irgendwie in einer anderen Farbe... darunter oder darüber oder in Klammern stehen würde, was ihr verstehen würde. Später. So spät ist es noch nicht. Mission abgeschrollen. Alter. Was bin ich lesend und sagend? Abgeschrollen. Ja. Absolviert, meinte ich. Müssen wir zu dem, der war unten drin, ne? Dann geben wir mal bei ihm Forschungsnotizen ab. Hi, Rifa. Hast du was für mich? Asio-Notizen. Ich habe die Aufzeichnungen von Kurek. War nicht leicht. Danke. Das ist für meine Forschung sehr nützlich. Ich werde Kurek darin aber nicht erwähnen. Das war alles ich und natürlich du. Dich erwähne ich in einer... Ja, natürlich. Nur in einer Fußnote. Wir hören uns, Eva. Natürlich hören wir uns. Wir haben doch beide Ohren. Mit Redewendungen haben es wirklich nicht so. Was waren denn wieder Asio-Larven? Das sagt mir jetzt gerade wieder gar nichts. Aus Nestern sammeln, zur Universität locken. Okay. Dann machen wir mal Königinnen Lok. Und die müssen ja
Oh, keine Ahnung, wo die sind. Hauptsache wir... Whoop. Finden die bald und können die dann auch zurückbringen. Auf jeden Fall weiß ich noch, wir müssen die mit den Büschen zur Universität locken. Wo zeigt's mir? Ja, nicht mehr allzu weit. Ah, wahrscheinlich vermute ich mal das da drüben. Ich wurde entdeckt. Ködere die Königin. Bring das Gelee der Asio-Königin nach Procriana. Bedecke dich mit lila Kammerbusch-Sporen, damit sich die Asio eine kurze Zeit lang nicht angreifen. Entferne dich nicht zu weit von der Königin, damit sie dir weiter folgt. Falsche Richtung, Katte. Aber wirklich auf die allerletzte Sekunde, ne?
Auf die allerletzte Sekunde. Ich liebe dieses blaue Helidium. Oh, noch drei. Hast du was für mich? Asiolarven. Ich habe hier diese Larven mitgebracht. Die werde ich nicht gerade vermissen. Vielen Dank. Bring gerne noch mehr. Asio-Königin. Was für eine Mordskönigin. Bitte sehr. Königinnen kehren niemanden um, auch nicht mutwillig. Sieh sie dir an. Sie ist prachtvoll. Ich möchte dem Schwarm helfen, also besorg mehr Exemplare. So eine prächtige, prächtige Königin. Ich kann es kaum abwarten, sie zu stimulieren, damit sie Pheromone... Sie zu stimulieren. Oh, verdammt. Dieses Bild wollte ich nicht in meinem Kopf haben. Wozu dienen die Pheromone? Ich habe eine Idee. Nurkan könnte eine Art Asior-Signalgeschoss erstellen. Er weiß, was zu tun ist. Ich zeichne dir einen Entwurf und gebe dir eine Liste mit den notwendigen Zutaten. Sling-Tox-Saft, rotes Helidium und die wertvollen Pheromone der Asi. Okay. Sling-Tox-Saft. Wie komme ich an Sling-Tox-Saft? Erledige die widerlichen, fleischfressenden Wesen namens Sling-Tox. Wie sonst? Die geben ihren Saft aber nicht kampflos. Okay, das kennen wir schon. Also, aufbaut. Natürlich hören wir uns. Wir haben doch beide Ohren. Diese kleinen Vielfraße haben mich gerettet. Wie war das? Prokriana wimmelt nur vor. Wie nennt ihr sie noch? Oh, Isai. Sie befehlen die Hauptstadt, nachdem die Talaner geflohen sind. Die Sai wollen bloß in Ruhe und Frieden leben. Tja, zum Glück fressen die Sai Asios. Denn ich hasse Asios. Es heißt, die Sai seien die älteste Lebensform auf Adelpha. In Frieden leben sie wohl länger. Wenn man sie verfolgte, würden sie kämpfen oder umkehren. So wie wir alle. Okay, ein sensibles Thema. Ich muss jetzt los. Slate End. Schade, dass immer wieder die sich so ein klein wenig, ja, abschneiden. Lias, ich bin in Prokriana. Wie sieht's bei dir aus? Ich fliege nach Sapa. Meine Ventilope muss geheilt werden. Und Saleb schuldet mir noch was. Okay, pass auf. Rifa kann Schwärme gezähmter Asios kontrollieren. Die sind richtig viel. Ich weiß. Die haben mich schon oft gestochen. Ich brauche aber spezielle Signalgeschosse, um den Schwarm zu leiten. Hast du mit Nurkan im Souvenirladen gesprochen? Er verkauft allerlei Kram. Danke, das werde ich. Slate Ende. Jo. Da kommen sie. Ich möchte natürlich noch ein paar Larven mitnehmen. Zwei. Gut. Kommt die Königin? Die hat so ein wenig Verfolgungsprobleme. Schwupp.
Was? Alter, was ist denn das für ein Betrug? Königin. Gut, zwei. Dann jetzt noch eine. Gut, genügend Larven sind vorhanden. Dort oben ist noch die dritte. Eieieiei. Aber das, als es abgebrochen ist, war mir die Zeit ausgelaufen oder habe ich sonst irgendwas Falsches gemacht? Weil das konnte ich ganz ehrlich nicht verstehen, an was das gelegen hat. Gut. Cut das Late. Askios seid echte Nervensägen.
Gut. Assyr, Königin Köder, haben wir vollkommen fertig gemacht. Bist du jetzt zufrieden?